Willkommen, willkommen meine Freunde zu Darftel Games Fishing. Wir sind immer noch in der Mission Jägergarten 20 Plus. Und meine Freunde, wir haben jede Menge Verfolger in unserer Liste, die ich jetzt erstmal schlagen muss. Das nervt mich jetzt ein wenig. Deswegen bin ich zu meinem Geheimplatz gegangen, um diesen jetzt wieder auszubauen, meinen meinen Vorsprung und mich dann wieder auf die Lederkarpfen zu konzentrieren. Bis dato werde ich jetzt mal erstmal hier ein bisschen aufräumen und mal zeigen, wer der wahre Champion ist. Ne? Also, ich werde jetzt hier diese Aufnahme noch tätigen, dann werde ich ein neues Spiel auf meinem Kanal präsentieren. Das seht ihr allerdings später. Beziehungsweise, wenn diese Folge dran ist, werdet ihr es auch sehen. Aber bis dato läuft noch jede Menge Wasser den Rhein runter, denn ich habe noch viel im Petto auf dem Server liegen an Videomaterial. So, ihr seht, hier geht es gar nicht voran. Das ist natürlich bitter und übelst. Aber so langsam ist die Zeit wieder, meine Freunde, dass ich irgendwann jetzt in naher Zukunft Phase 6 ankündigt. Denn die Zeit ist so gut wie vorbei. Beziehungsweise die 4 Wochen. Und meist war es bei Darftel so, dass sie so 4 bis 6 Wochen brauchten. Von Phase 5, von Phase 4 auf Phase 5, von Phase 5 auf Phase 6. Und so weiter und so fort. Da freuen wir uns natürlich sehr, sehr drauf. Auf diese Phase. Und wir werden mal sehen, was denn da wirklich so passiert. Und hier vorne tut sich etwas. Ich habe die Befürchtung, dass wir heute den Platz 1 erklimmen werden. Und es wird nicht lange dauern. Leute, ich kann euch leider gerade nicht antworten. Ich bin am Angeln und in der Aufnahme. Man müsste ein Schild erfinden, beziehungsweise bitte nicht stören Schild oder so. So, meine Freunde, da guckt euch das mal an. 46 und der Kamerad, der gewinnt immer noch an Fahrt. Wobei, ich könnte dem nur einen geben. Aber das ist jetzt nicht so einer, der, wo ich wirklich jetzt mit auf Platz 1 rutsche. Aber dem Platz 1 zumindest wieder ein Stück näher kommen. An meiner Geheimstelle. Und die sollte auch bitte schön geheim bleiben. Ich weiß nämlich, dass hier gerade unter mir ein Fischspawn ist. Beziehungsweise hier spawnen die öfters mal. Sagen wir mal so, ob es jetzt definitiv ein Fischspawn ist, kann ich nicht sagen. Allerdings musste ich einmal ganz um den See rum und dann nochmal die Hälfte und davon die Hälfte und dann noch über einen Hügel und dann über einen Berg kraxeln. Und dann bin ich endlich dort gewesen. Dabei ist mir noch die ganze Boily, der ganze Boily einmal runtergefallen. Mann, die ganzen Boilies, plopp, 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 ab in den See. Das war's wieder. Was hab ich mich geärgert? Verdammt normal. So, mein Freund. Was ist jetzt gerissen? Ich werd bekloppt. Oh Mann, das wäre mal. Das wäre der erste Platz gewesen, meine Freunde, ne? Wisst ihr ja, ne? Gnade vor Recht, weil ich wieder die Bremse wie so ein Irrer angezogen habe. Na, warte. Kann nicht sein, den kriege ich jetzt nochmal. Simsalabim. Dreimal schwarzer Zupper. Karpfen kommen. Und bringen mir den Puffer. Ne, reimt sich nicht. Also, ja. Oh mein Gott, ne. Ist der gerissen, ne. Oh mein Gott, ne. Ich werd verrückt, ich werd verrückt, ich werd verrückt, Mann. Warum nur? Warum tut ihr mir das an? Und Leute, jetzt wo wir schon richtig viele in der Gemeinschaft sind, ja, also, auch bei mir wieder, ich kann es wieder sagen, in der Steam-Gruppe, ja, der Avatar X Games-Gruppe. Wenn wir da demnächst die ersten Multiplayer-Angelwettbewerbe starten, wozu ich euch natürlich auch recht herzlich einlade, dann, wenn ihr dieses Spiel auch spielt, addet mich.
ins Team und ihr nehmt automatisch mit an Wettkämpfen teil. Ihr dürft ebenfalls, so wie ich auch, an der Lederkarpfen-Challenge teilnehmen und dem Avatar mal zeigen, wie man einen 20 Pfund Lederkarpfen fängt. Allerdings zählen nur die Fänge ab dem Tag, in dem ihr bei mir in der Liste erscheint oder seid oder ich euch aufgenommen habe, ne, was ich weiß. Also zählt jetzt nicht, jojo, ich habe jetzt mal vor 3 Monaten einen gefangen und den präsentiere ich mal. Ne? Seit dem Datum von heute und so. Und das kann man schön in der Steam-Bibliothek sehen. Von daher muss ich auch Zugriff auf euer Profil haben, beziehungsweise ihr müsst es sichtbar machen, ja, nicht so getarnt sein. Dann habe ich die Möglichkeit natürlich zu sagen, okay, der hat mich wirklich geschlagen. Und ich würde es rein theoretisch, wenn er größer und schwerer ist als meine bisherigen Gefangenen, in der Friendlist sehen. Ne? Aber ich glaube nicht daran, denn ich bin da einfach im Momentan noch zu aktiv für. Im Übrigen dürft ihr euch vielleicht freuen, ist die Ankündigung zu... Ich sag mal so, es kommen noch 2 interessante Simulatoren auf diesem Kanal für euch. Ja, auch ein weiterer Angelsimulator. Ich bin gerade derzeit mit den Entwicklern noch am Verhandeln, ob ich diesen nicht auch vorstellen kann und davon Folgen machen kann. Ein ebenfalls toller, jetzt kriege ich einen Frosch im Hals, ein ebenfalls, Entschuldigung, toller Simulator, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Allerdings müssen wir mal schauen, was daraus wird, oder, ne? Aber dazu dann später mehr. Und ein Simulator, den fange ich heute an und den werdet ihr dann später sehen. Und da haben wir wieder ein Biss. Und da ist Karl die Grete wieder. Nee. Oh, können wir nicht mal machen. Wer fängt den kleinsten Fisch? Dann würde ich wenigstens mal ganz vorne stehen. Aber da werden wir, meine Freunde, wir werden sowieso, wenn die Lederkarpfen-Challenge vorbei ist, werden wir nochmal interne... Oh, guck mal da. Werden wir nochmal in... Oh, wo schmeiße ich denn hin? Werden wir nochmal interne Wettbewerbe machen. Ich habe schon ganz, ganz tolle Ideen, was man machen könnte. Aber das werden wir dann innerhalb der Steam-Community machen, also der Steam-Gruppe von uns. Ich bin ja so gespannt, wie euch meine Ideen und Anregungen generell gefallen haben aus den vorangehenden Videos. Da haben wir ja mal ein bisschen geplaudert, was man vielleicht in dem Spiel noch besser oder anders machen könnte. Und wie ihr darüber denkt. Aber da bis dahin dauert es noch ziemlich, ziemlich lange, weil wie gesagt, es ist noch sehr viel Videomaterial auf Lager und vorhanden. Das ist eben, wenn man immer und immer wieder einen schönen Simulator spielt. Und ich finde, es muss mal hier erwähnt sein, Dovetail Games Fishing ist wirklich schön. Und ich kann auch wirklich nur jedem uneingeschränkt empfehlen, dieses Spiel zu kaufen. Liegt glaube ich derzeit jetzt bei 19,99, aber Obacht, meine Freunde, ich weiß nicht, wann diese Folge hier erscheint, ob noch vor dem Datum oder vielleicht schon zu spät, aber ab dem 11. Juni gibt es die Summer Sales bei Valve, beziehungsweise bei Steam. Und das heißt, man hätte natürlich die Chance, dieses Spiel auch günstiger zu bekommen, aber wie gesagt, derzeit 19,99 €. Und also ihr macht da gar nichts falsch, ja. Wenn ihr wirklich gerne Angler seid und möchtet gerne diese Simulation spielen, derzeit ist mir jetzt nichts bekannt, was annähernd an Dovetails rankommt. Ein wirklich, wirklich tolles, tolles Spiel. Und ja, also besonders der Multiplayer, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir hier alle am See sitzen und zusammen angeln und Community-Events machen. Das ist... Das ist ein Highlight für mich, ne? Und ich komme da einfach nie aus dem Schwärmen heraus. Und das sollte für euch auch so sein. Also von mir ganz klar,
Ihr wisst, dass ich immer sehr kritisch bin. Wer mein Steam-Profil kennt, der weiß, dass ich viele negative Reviews schreibe, wenn mir Spiele nicht gefallen. Was heißt viele? Ich habe bisher 2 geschrieben von all den Spielen, die ich habe. Aber da waren dann wirklich No-Gos dabei. Und da nehme ich aber auch kein Blatt vom Mund. Und ich sage dann auch immer ganz klar, ja, müsst ihr selber testen, müsst ihr so. Aber bei diesem Spiel, meine Freunde, sage ich ganz uneingeschränkt, ihr könnt zuschlagen, ja. Also macht euch da keine Sorgen drüber mit dem Spiel. Wir befinden uns ja erstmal in der Anfangsphase von diesem Spiel. Das ist ja gerade in der Entwicklung und wird noch entwickelt. Von daher, keine Sorge, keine Sorge. Das, was wir bisher schon haben, macht verdammt, verdammt viel Spaß. Und ich denke mal, mit mehr Leuten macht das auch wirklich Sinn und Spaß. Wenn natürlich nachher in der Steam-Gruppe 20, 30 und 40 Leute und mehr und man macht ein Community-Event und es passen vielleicht nicht alle drauf, dann ist das wieder so eine Sache. Da muss man natürlich mal gucken, wie man das handhabt. Weil da habe ich generell auch noch gar keine Informationen davon, wie viel Spieler letztendlich denn generell in den Multiplayer passen sollen. Ja? Vielleicht habt ihr schon Informationen darüber oder könntet sagen, so, es ist angedacht, dass so und so viele Spiele auf dem Server passen. Ich habe noch gar keine Idee. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das unten in den Kommentaren breitretet und sagt, so Leute, wir haben die Information für euch. Es sind pau, pau, pau 12 Leute, die beitreten können. Also die Zahl finde ich nicht schlecht, bei The Hunter sind es jetzt 8. Ich habe es jetzt beim letzten Mal, als wir gespielt haben, nochmal nachgeschaut. 12 Leute sind okay an einem See, müssen jetzt nicht 32er Server sein, so Public Server und so. Das finde ich alles ein bisschen übertrieben. 8 Leute, 12 Leute, vollkommen ausreichend. Dann, man darf ja nie vergessen, man sagt ja nicht umsonst Angelgemeinschaft, ne? Und nicht Angelrudel, denn man möchte ja mit den Leuten öfters zusammen angeln gehen. Und ich kann mir wirklich, wirklich gut vorstellen, dass wir sogar so Livestreams machen, sonntags morgens, dass man sagt, man trifft sich jetzt am See und dann macht man einen internen Gemeinschaftswettbewerb. Auch diese sind übrigens nicht so gern gesehen in der Öffentlichkeit, meine Freunde, ne? Wollte ich auch mal gesagt haben. Oh, die werden bei mir immer kleiner statt größer, merkt ihr das? Was ist denn jetzt hier los? Ich denke, ich wollte die schlagen hier. Da kommen die mir hier mit so kleinen Pizzles Fischen an. Ah, ich habe an dem einen Wochenende, wo ich diesen Wettbewerb gewonnen habe, zu viel Dicke gefangen. Jetzt werde ich von dem Spiel abgestraft und kriege jetzt nur die ganz Kleinen die ganze Zeit. Aber ihr wisst ja, alles was runtergeht, steigt auch irgendwann mal wieder. Wir sind jetzt unten an unserem Tiefpunkt angekommen und können wahrscheinlich nicht mehr tiefer fallen. Doch, ich glaube schon. Na, siehst du, das ist jetzt wieder einer, der geht schon wieder bergauf. Ich habe gerade schon gedacht, der wäre schon wieder kleiner gewesen. Aber, wir kriegen es noch hin. Keine Sorge. Und ihr kennt ja dieses alte Angler-Sprichwort. Nur der frühe Wurm fängt den Fisch. Und ich wackle jetzt mal ein bisschen an meinem Köder. Jetzt taucht er ab, meine Freunde, und gleich habe ich ihn dran. Der hat mein Boilie gerochen oder gesehen. Bis der jetzt unten ist, dann macht er jetzt piep, piep, piep und dann habe ich den Spiegelkarpfen dran. Ihr habt den doch gerade da auch schwimmen sehen, oder? Ich merke, wie der die Schnur entlang schwimmt. Jetzt gleich beißt der zu. Ganz leckere Boilies sind das, ganz leckere Boilies. Der hat sich jetzt nicht ernsthaft verpisst, oder? Komm, mein Freund. Lass mich nicht so enden. Da geht wieder einer runter. Kurz mal gedreht. Der Ding, vielleicht kloppen sie sich gerade unten unter dem Boilie. So, um den Boilie. So, pass mal auf. Jetzt machen wir mal anders. Jetzt ziehen wir den mal ein bisschen über Grund. Seht ihr das? Es bewegt sich die Höhe da. Jetzt lassen wir den wieder absenken oder dass er runter sinkt zum Grund. Dann warten wir noch eine Minute. Und dann würde ich nämlich sagen, ist die Folge zu Ende. Allerdings, auch wieder hier nichts gefangen. Das ist doch ätzend.
gebe jetzt noch mal ein paar Bonusminuten oben drauf, bis ich noch was dran habe. Das kann doch nicht sein, ey. Ja, je mehr natürlich jetzt dran sind am Angeln, ne, desto mehr fangt ihr auch. Und desto mehr komme ich jetzt wirklich in Zugzwang. Was haltet ihr denn davon, meine Freunde, wenn wir demnächst mal, wenn ich mir die Mühe mache und wir sind genug Leute in der Steam-Gruppe, dass ich sogar Teams ausarbeite? Und ich sehe alle Punkte und sagen dann ganz einfach User A mit User B gegen User C und User D. Also dass A und B ein Team ist und C und D. Und wir dann sozusagen die Gewichte zusammenzählen. Das heißt, jetzt User A und B haben jetzt zweimal 24er gefangen, also haben die 48 Pfund, die zu schlagen sind. Und das andere Team muss natürlich diese 48 Pfund jetzt schlagen irgendwie. Und das kann man ja immer selber nachvollziehen, wenn man dann ganz einfach in der Steam-Liste ist und dann sieht, aha, der und der User hat das gefangen, ja, und dann kann man sich das selber ausrechnen. Ist natürlich auch eine super Idee. Das wäre natürlich auch noch toll, wenn ihr euch dann untereinander von unserer Steam-Gruppe aus vernetzen würdet, damit dann jeder auch wirklich die Gewichte sehen kann. Und das wäre es doch, Leute, ne? Wenn wir denn da nicht nur alle gegen Avatar, weil dann fühle ich mich doch schon ein bisschen, ne, gejagt, dass ich dann da ein bisschen Hilfe bekomme. Aber ja, ihr seht ja, es wird ja immer kleiner statt größer. Aber noch ist es nicht so weit, noch ist es nicht so weit. Wir werden es auf jeden Fall hinbekommen. Aber das sind auch Dinge, die kann ich mir gut vorstellen, aber natürlich noch machen diese Sachen mehr Spaß im Multiplayer, den ich auf jeden Fall mit euch zusammen zocken werde und wir werden jede Menge Community-Events machen, keine Frage. So, und dann werden wir den nächsten Fisch mal da an Land ziehen. Was haben wir denn da? Ein Bream wieder. Oh mein Gott. So, jetzt den nächsten. Irgendwann muss doch mal, nach was Kleinem muss doch auch mal was Großes kommen. Aber wann? Wann kommt da was Großes? Tja. Bei mir scheint es immer nur kleiner zu werden. Guckt euch ja mal an, die wollen mich weppeln. Jetzt bin ich schon bei 5 Pfund und 15. Kann nicht sein, ey. Wenn der Tier kleiner wirft. Was ist hier los? Mein Gott, wollen die mich jetzt veräppeln oder was? Ich glaube, Darftel hat jetzt extra für mich jetzt so ein Ding gescriptet, dass ich jetzt wirklich nur noch die Kleinen bekomme. Ich hatte mir ja übrigens im Darftel Forum selber bei dem Entwickler, beziehungsweise die sind ja auch bei mir in der Friendlist, die Entwickler von Darftel, dann schreibt man sich ab und zu mal geschrieben, ich würde mir gerne mal wünschen, wo der kleinste Karpfen zählt, beziehungsweise der kleinste Karpfen gewinnt den Wettkampf. Ja, bis jetzt hatten wir immer nur gehabt, die 5 größten. Sollen wir doch lieber machen, die 5 kleinsten. Finde ich viel interessanter und auch übrigens viel, viel schwieriger. Allerdings hätte ich jetzt schon sicherlich den ersten Platz gemacht. Denn ich schaue ja hier die ganze Zeit richtig mit Gewichten um mich rum. Ja? 5 Pfund Karpfen da. Ja, das ist Wahnsinn, ist das Wahnsinn. Ich würde sagen, wenn wir den nächsten jetzt an Land haben, egal was es ist, beenden wir die Folge. Und dann werden wir mal schauen. Aber vielleicht machen die Entwickler ja nochmal ein Event, wo es wirklich dann um den kleinsten Fisch geht. Dann wisst ihr, dieses stammt auch aus der Feder von Avatar X. Ich hätte es mir nämlich gewünscht. Im Übrigen, wenn ihr weitere Informationen zu dem Spiel haben möchtet, ihr Darftel Games Fishing, empfehle ich euch auch wirklich, die Jungs bei Twitch und YouTube zu abonnieren von Darftels. Denn dort seht ihr manchmal, also beziehungsweise vor jener Phase bisher, machen die immer einen Livestream von mindestens 2 Stunden, wo dann wirklich die obersten Herren der Entwicklung da sitzen
und sich gegenseitig erzählen, was denn jetzt in der neuen Phase alles erscheint und so. Also da machen die wirklich, wirklich viel Aufwand, oder sie betreiben viel Aufwand, um die Community wirklich effektiv zu informieren, und finde ich sehr, sehr gut. Das macht noch lange nicht jedes Studio, aber das habe ich ja schon mal öfters gesagt, ne? Da müssen wir wirklich den Entwicklern loben. So, jetzt geht's mal erstmal... Alter, nee, komm, ich muss eine Pause machen. Die werden immer kleiner hier. Ja, eben noch so einen großen Spiegelkaffee gesehen. Jetzt kriegen wir hier wieder so einen Brathering. Ne, das ist ja gar nichts. Gut, dann mache ich jetzt hier auf jeden Fall eine Pause. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin bleibt mir sozusagen tschüss, ciao. Danke fürs Zusehen und bye bye.